Wir sind schon wieder auf Achsen. Wir sind schon so ein St. Wigel, so bei der Rüwitner gerade. Nichts Unbekanntes, aber wir haben in E-Bike die Presslöcher mitgenommen. Die gehen direkt, also 2 Meter neben der Straße. Ja, das ist voll cool zum Fahren. Dann ist ja das, das sind ja fast 12 Kilometer Löcher. Ein bisschen interessanter. Weil ich jetzt gleich die erste Sache, die kennt jeder. Ich habe eigentlich noch nie mein E-Bike aufgeradelt. Ich gehe relativ steil auf. Ich komme wie das Wärste oder schlecht ist mit dem Teil oder besser, sehe ich mir eh. Und dann geht es auf die Sinne schauten, Jule, die Sinne ist. Und von da fahren wir dann eigentlich zu. Wir haben die Tour letztes Jahr schon gemacht, wir machen sie jetzt nur mehr, weil das Wetter halt nicht so prickelnd ist. Und oben noch schnell liegt, wir haben ein bisschen was verschieben müssen. Und ja. Aber die war gut. Genau. Deswegen haben wir gesagt, machen wir die nur mehr. Ich habe mir das jetzt mal zu Herzen genommen, dass ihr den Martin relativ schlecht versteht und der Akku vom E-Bike so laut ist, deswegen hört ihr jetzt mich. Er erzählt euch gerade, dass er nur mit Echo hochfahren kann, weil er ein bisschen mit dem Akku sparen muss und dass er sich wirklich wundert, wie er das bis jetzt immer komplett mit dem normalen Biobike geschafft hat, psychisch, weil es da einfach so steil rauf geht. Einmal hat er das sogar um 2 Uhr in der Früh gemacht, um dort oben den Sonnenaufgang zu erleben. Und er kann selber nicht glauben, dass er das eben alles gepackt hat. Hier, sagt er nun, wird es besonders steil. Und auch das hat er ja alles biomäßig geschafft. Jetzt wird er aber langsam alt, jetzt darf er E-Bike fahren. Und die nächste Stufe wäre dann Segway, meint er. Boah, ist er doch steil. Wir haben eine kurze Pause gemacht, ihn so gezogen. Und schau da her. Nach der Pause wie ein Akkustrich mehr, die wickeln weniger. Genau. Wir machen das so, wir tauschen Akku bei einer gewissen Laufleistung. Da muss man relativ weit kommen, weil sie braucht mit ihrem Gewicht. Ich finde sie ein Drittel weiter wie ich. Und so schaffen wir halt mit der 2 Radl knapp 2000 Höhenmeter. Das ist dann ganz cool. Genau. Also wenn ihr im Team dabei wollt, braucht es A die gleichen Radl pro und B halt leichtende Fahrzeuge. Schreibt uns doch bitte in die Kommentare, ob euch das so lieber ist, dass ich das erzähle oder die Originalstimme mit dem Originalton bleibt. Diesmal sage ich es euch nochmal hinterher, falls ihr es nicht verstanden habt. Auf jeden Fall hat der Martin nach der Pause auf einmal einen Strich mehr beim Akku und siehe da, die Vicky einen Strich weniger. Die beiden haben Akku getauscht, weil die Vicky natürlich deutlich leichter ist und dementsprechend auch weniger Akku benötigt. Er meint, das kann man allerdings nur machen, wenn man natürlich die gleichen Bikes und mit dem gleichen Motor, also auf jeden Fall den gleichen Akku eben hat. Und dass es auch nur funktioniert, wenn man eine leichtere Partnerin hat. Der weitere Uphill verläuft jetzt über einen alten Militärpfad. Dementsprechend wird es auch noch etwas unwegsamer, wie ihr sehen könnt. Über der Senneshütte und es kommt gerade ein bisschen die Sonne raus. Bis dahin war es allerdings furchtbar kalt und es streicht immer so ein kalter Wind noch vorbei, sodass es ja richtig kalt ist. Jetzt kommt eben ein kleines Sonnenfenster raus und in der Sonne fühlt sich's ganz angenehm an. Aber er meint, auch für die ganzen Qualen entschädigt dieses tolle Panorama allemal und dementsprechend lohnt sich das, egal wie quälend kalt es im Moment auch ist. Jetzt geht's rauf, kurz hier schauten und da ist jetzt schon mehr Kämpfe, wie gesagt, noch auf den Dreh, aber noch auf die Höhle fahren. Vor allem letztes Jahr ist nicht auf der Dreh wie im normalen Radl und auch nicht. Und jetzt ist das echt ganz cool. Da geht's jetzt zur Scharte rauf und im Trail ist schon ein bisschen mehr Kämpfen angesagt, aber mit dem E-Bike macht es höllisch Spaß. Letztes Jahr sind sie das noch mit den normalen Radeln gefahren und da war es schon noch mehr zu kämpfen.
wir sind am Jäche herum und wir seht wirklich die 8. Schicht gefühlt. Also es ist so kalt, es hat 0 Grad gehabt, auf 2000 Meter herum gehabt. Es hat geschnitten schon. Es hat geschnitten, wir sind jetzt auf 2,6, es hat Jäche knapp, ein Gipfel haben wir gar nicht mehr gemacht. Und am Jäche fahren pfeift es, also da kannst du gar kein Video machen, da hörst du nur rauschen. Ja. Und wir fahren jetzt in die Neuche. Wir sind die Tour letztes Jahr schon gefahren, es war ein Monat später, aber viel wärmer. Mit den normalen Bikes und haben gesagt, wenn wir noch mal ritzen und sich das ausgeht, fahren wir es mit E-Bikes. Und ja, es war eigentlich ganz cool mit dem E-Bike, was schon nachteilig ist. Unten ist der Bach am Ende gefahren, da haben wir so 20-30 Meter, was zum Zeckern war. Mhm. Und da, ja, und da wissen wir, wie es ist zum Fahren. Also die Stelle mit der Stufe und den Zeug. Da ist es halt auch nochmal zum Motorrad und der Rest ist ja wirklich super. Deswegen, Dolomiten sind cool mit dem E-Bike, man muss halt wirklich wissen, wo man hinkriegt, weil wenn sie mal ausgesetzt werden und so, nicht unterschätzen. Ja. So schaut es da oben aus. Ich schwenke mal durch das Ganze. Also, die Kamera nicht damit. Das ist so eine Kugel. Ganz da hinten sind die drei Zinnen drinnen. Sieht man da ganz klar. Da hinten unten ist die Krotina dann Bezzo. Das ist das Farnes-Gebiet, Seekofelgebiet. Also wirklich wunderschön. Das schaut total cool aus. Die Wolken ziehen total schnell, wenn du das aufreißt. Aber wie gesagt, es ist bitter kalt. Also wie Winter eigentlich. Ja, wie Winter, ja. Genau. Na gut, dann legen wir jetzt los. Try.
krank, oder? Die ganze Stufe vorne ist für mich. Mega, oder? Ist das vorbei, jetzt liegen wir weg. Thank you.
Red Line. Jetzt hat's mich gehabt. Ist echt gut gegangen. Akkumäßig sind wir ganz gut ausgekommen. Der Tank, der mich übel gezinnt hat, war die Stöbe im Wasserfall. Die habe ich nicht ganz geschafft, mein E-Bike. Einfach das Gewicht zu groß war. Siehst du, war es wirklich ein Traum zum Anfahren. Wir sind jetzt bei unserem Celsius angekommen, bei unserem Hotel. Da sehe ich den ganzen krassen Wellnessbereich, was die gebaut haben. Also, es ist alles Wellness mit diesem Sky Spa Pool, wie der heißt. Machen wir ein paar Fotos. Richtig cool. Und da rein sowieso mega, weil gerade jetzt oben so kalt war, ist das zum Relaxen und zum Wiederaufladen von den menschlichen Akkus ein Hammer da oben. Man ist ja super aufteilt. Also die haben einen Family Spa und die haben einen normalen Spa. Und ja. Ja, in diesem Sinne, wir packen jetzt zusammen, die Wicke ist schon bei einem gesichert. Achtung, Radl! Also nein, der packt, nein, das ist gerade Italiener bei Naschen gefahren, es ist gescheitert, dass der Zeug weg da. Genau. Gebt Kommentare dazu, vielleicht hat es eh schon mal nachgefahren, vielleicht fragt es einmal nach, jetzt habt ihr das Video auch dazu, nicht nur Fotos. Und hat uns gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wicke? Der Weg zum Wellness Center ist recht kompliziert. Deswegen gehen wir, oder fahren wir mit dem Lift, besser gesagt. Gestern habe ich mich nicht mehr verdurrt. Ich habe ewig lang gebraucht, bis ich da oben war.